Herzlich willkommen zur Staatskantine Nummer 43 mit Caroline Pfalik-Thiel, Direktorin und Mitbegründerin von Politics for Tomorrow. Nun, eine innovative öffentliche Verwaltung kommt uns allen zugute. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Für uns als Gesellschaft ist es unerlässlich, dass die Dienstleistungen, Prozesse und auch die Policies der Verwaltung an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner sowie auch der Gesellschaft als Ganzes ausgerichtet sind. Nun, in Bezug auf die Förderung von Innovation stellt sich dabei aber oftmals die Frage, wie geht das? Also wie geht innovatives Arbeiten in der Verwaltung? Nun, auf genau diese Frage liefert das auf Deutsch erschienene Handbuch Öffentliches Gestalten des City Labs Berlin und von Politics for Tomorrow sehr hilfreiche Antworten. Caroline Pfalik-Thiel ist Mitautorin dieses spannenden Handbuchs und wird in der heutigen Veranstaltung ausgewählte Inhalte davon vorstellen und auch gemeinsam mit uns anwenden. Die Innovationskraft der öffentlichen Verwaltung liegt uns vom Staatslabor sehr am Herzen, deshalb freue ich mich besonders auf den heutigen Austausch. Caroline, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr, dass wir ein so großes und auch interdisziplinäres Publikum haben. Wir haben Teilnehmer auch von allen drei Staatsebenen, also an Hierarchiestufen. Wir haben auch einige Teilnehmende aus Universitäten, Thinktanks und NGOs. Schön sind Sie alle da. Mein Name ist Dario Meloni. Ich leite Projekte beim Staatslabor. Wir sind eine nicht gewinnorientierte Organisation und setzen uns für eine zukunftsfähige öffentliche Verwaltung der Schweiz ein. Nun, wie machen wir das? Einerseits machen wir das über Veranstaltungen wie der heutigen, andererseits auch direkt über Projektarbeit gemeinsam mit der öffentlichen Verwaltung. Nun zu unserer heutigen Referentin. Caroline ist strategische Designerin und Expertin für verantwortungsvolle Innovation. Sie ist ausgebildet sowohl in Design wie auch in Public Policy und verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von menschenzentrierten Projekten, von partizipativen Projekten zur Bewältigung von Herausforderungen im öffentlichen Sektor. Seit 2015 leitet sie die parteiunabhängige Initiative Politics for Tomorrow, die Innovationen für und mit dem öffentlichen Sektor fördert und dabei in Deutschland mit Institutionen von der lokalen Ebene bis zur höchsten Bundesebene zusammenarbeitet. Außerdem ist Caroline Gründungsmitglied des Creative Bureaucracy Festivals in Berlin. Denjenigen, welche diese jährliche stattfindende Veranstaltung über Innovation im öffentlichen Sektor noch nicht kennen, möchte ich eine Teilnahme an der nächsten Durchführung im September wärmstens empfehlen. Caroline ist bereits zum zweiten Mal in unserer Veranstaltungsreihe mit dabei, beim letzten Mal noch vor Ort im Impact Hub in Bern, nun pandemiebedingt in einem virtuellen Format. Wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist. Caroline, wir freuen uns auf deine Präsentation. Wie man zu Pandemiezeiten so schön sagt, the Zoom is yours. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dario, herzlich willkommen an Sie, an euch. Lasst es euch schmecken und ich hoffe, dass ich euch die Mittagspause geschmacklich sozusagen anreichern kann. Ich habe das jetzt so aufgebaut, dass ich euch vor allem einen Input gebe in, warum haben wir dieses Handbuch geschrieben, auch wie hat es sich ein bisschen entwickelt und aber auf der anderen Seite, wie ist es zu lesen, wie ist es anzuwenden. Mit Teller und Gabel und Glas haben wir jetzt sozusagen keinen Workshop hier aufgesetzt, aber ihr könnt euch das Ganze ja im Nachhinein herunterladen und ich zeige sozusagen auf, wie man damit ganz konzentriert, strukturell und in einzelnen ausgewählten Fällen arbeiten kann. Ihr merkt, ich verwende ein Arbeits-Du. Ich hoffe, das ist für alle im Raum in Ordnung, wenn ich euch anspreche. Wir gehen dann aber auch in die Diskussion. Lasst euch davon nicht abhalten. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass wir hier gemeinsam diese Stunde miteinander verleben.
Also, wie Dario schon gesagt hat, ganz klar, wir haben in den letzten Jahren als Politics for Tomorrow einiges auf die Beine gestellt. Neben dem Handbuch haben wir auch aufgesetzt den Innovationskompass, einen Innovationsrekorder, wo wir uns irgendwie anschauen, wie kann man Innovationen besser evaluieren in der öffentlichen Verwaltung, wie kann man dort, das hängt auch mit dem Handbuch zusammen, irgendwie einen Ausblick schaffen und eine Richtung geben. Auf der anderen Seite Daring to Transform, also das ganze Konzept von innovativen Arbeiten innerhalb der gegebenen Umstände nochmal auf eine systemischere Ebene gehoben, mit unserem Bundesumweltministerium ein aktuelles Projekt, wo wir eher Richtung Transformation, Transformationswerkstatt, systemisches Wissen arbeiten. Und absolut aktuell, diese Woche ist ein Highlight für mich. Wir haben am Dienstag den strategischen Rahmen für die Smart City Strategie gemeinsam mit dem City Lab Berlin und dem Berliner Senat, der Senatskanzlei zur Mitzeichnung übergeben. Aktuell bin ich eben da im Kernteam, um für Berlin eine neue Smart City Strategie zu entwickeln. Und ich freue mich aber jetzt sehr darauf, hier über das Handbuch zu berichten, ein Projekt, was wir vor einem Jahr gelauncht haben und was aber seitdem eben auch gewachsen ist, weil wir natürlich gemerkt haben, dass es wirklich eine Anwendung findet, dass Leute anfangen, damit ihre eigenen Prozesse zu gestalten, es umzuwidmen, Neues daraus zu kreieren. Und daraus möchte ich jetzt einiges vorstellen. Das Ganze ist entstanden in Kooperation mit dem City Lab der Stadt Berlin und der Technologiestiftung. Und hier ist das Team zu sehen, das maßgeblich für das Handbuch verantwortlich gewesen ist. Ich einerseits in der Konzeption, auch viel irgendwie im Schreiben. Joshua Pacheco damals als Service Designer, der sozusagen eher editiert hat und jetzt bei Tech for Germany arbeitet. Und Henrike Arlt aus unserem Team, die eben langjährige Verwaltungserfahrung gehabt hat und hat. Und vor allem bei dieser Übersetzungsleistung geholfen hat. Wie bekommen wir es in eine einfache Sprache, in eine Verständlichkeit, so dass es wirklich aus einer Verwaltungspraxis heraus direkt in die Anwendung gehen kann. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wer seid ihr, in welchem Typ erkennt ihr euch hier am meisten wieder? Ist es eher Typ A? Wollt ihr Neues ausprobieren? Ganz klar, neues Arbeiten ist in aller Munde. Vor allem in den letzten Monaten haben wir alle Neues ausprobiert. Und jetzt ist aber die Frage, wie bekommen wir es in den Regelbetrieb? Ich möchte auch mal kleine Dinge anders ausprobieren. Ich möchte sozusagen im Arbeitsalltag jetzt auch mal Veränderungen längerfristig mit einbinden. Also Typ A, Neues ausprobieren. Dann Typ B. Wir haben gemerkt, es gibt einige Personen, die haben schon viel ausprobiert, die brauchen aber eigentlich jetzt eine Möglichkeit, das Erlebte zu reflektieren und diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Also eher Typ B. Ich habe schon einiges gemacht, aber ich bin gerade an der Stelle, ich muss mal ein Stück weit ordnen, strukturieren. Ich möchte gerne irgendwie verstehen, wie das alles besser zusammenhängt. Typ B. Erlebtes reflektieren und dann Typ C, Innovationsvorhaben konkretisieren. Ich möchte jetzt loslegen. Ich habe einiges mir angeeignet. Ich bin schon total fit, auch methodisch. Ich möchte jetzt irgendwie mein Team, meine Vorgesetzten, weitere Beteiligte begeistern und loslegen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ganz kurz hier in dem Chat, das ist auch eine kleine Vorstellungsrunde, mal diesen einen Buchstaben für euch mit einzutippen. Also welcher Typ seid ihr? A, B oder C? Das wäre super, kleine Vorstellungsrunde. Alle sind absolut relevant. Hier ist keine Stufe oder irgendeine Treppe drin, sondern einfach nur, um zu verstehen, wie seid ihr unterwegs, was interessiert euch hier. Tippt diesen einen Buchstaben kurz in den Chat. A, B oder C.
weil wir natürlich hier auch versucht haben, genau für bestimmte Menschen und für bestimmte Menschen mit verschiedenen Anliegen dieses Buch zu schreiben. Denn für wen ist denn dieses Handbuch? Es ist für alle, die direkt loslegen wollen und mit ihrer Arbeit ein Stück weit mehr bewirken möchten, die sich einfach und strukturiert Grundlagen für innovatives Arbeiten auch selbst aneignen möchten und die öffentliche Innovation sachlich und fundiert gestalten möchten. Wir haben ja hier im Buch den Schwerpunkt auf die Anwendung gelegt, aber natürlich gibt es weiterführende Quellen, auch mit viel akademischen, wissenschaftlichen Grundlagen, wo man sich informieren kann. Das Handbuch ist also für uns, diejenigen, die es geschrieben haben, ein Werkzeug für öffentliches Gestalten und es ist da, um einfach direkt loszulegen, klein anzufangen, Verbündete zu finden, ein kleineres Projekt umzusetzen, aber dann natürlich auch Wirkung zu beweisen und das Arbeitsumfeld und wir wissen ja auch, uns selbst zu verändern. Also man verändert ja nicht nur das, was sozusagen im Wirkungsbereich liegt, sondern es ist eben eine Interaktion mit einer Veränderung in sich selber. Dann Werkzeuge verbreitet und weiterentwickeln, neue Praktiken etablieren, Menschen vernetzen. Das sehen wir jetzt schon. Das hat sich ja gerade im deutschsprachigen Raum in den letzten 4, 5 Jahren und das Staatslabor hat dazu auch maßgeblich in der Schweiz beigetragen, gezeigt, dass genau dieses, wie soll ich sagen, ein neues Ökosystem eigentlich aufgebaut wird, bis zu dem Moment, wo bisherige Routinen nicht mehr wirklich funktionieren und wir eben in eine Transformation, das heißt in eine systemische Umgestaltung kommen, wo es dann auch nicht mehr dieses, wo man sich vom Alten ein Stück weit loslösen muss und da eben neue Prozesse und aber auch Strukturen aufgebaut werden müssen. Und jetzt natürlich wissen wir und ich kann mir vorstellen, hier in der Runde sind viele Experten und Expertinnen, die ja schon einiges getestet haben und einige Herangehensweisen sich selber angeeignet haben. Es ist hier sozusagen gar nicht so, dass es nur einen Prozess gibt, sondern wir erkennen absolut an, es gibt unterschiedlichste Prozesse, um Probleme zu lösen, um etwas Neues zu finden und aber gleichzeitig eben auch eine Struktur oder eine Vorgehensweise zu identifizieren, die eben reproduzierbar ist, wo man zumindest erstmal einen Einstieg bekommen kann von, ach, das Problem konnte, ich bin nach vorne und nach hinten und zur Seite mal gegangen, durch einen glücklichen Zufall gelöst werden, genial. Jetzt ist die Frage, wie ist das eigentlich passiert? Liegt da irgendwie ein Modus dahinter? Ah, die Lösung hängt vielleicht ein Stück weit stärker mit dem Erkunden des Problems zusammen. Es wird ja auch gern Einstein zitiert, wenn er eine Stunde hätte, das Problem zu lösen, würde er sich 50 Minuten mit der Grundlage und mit dem Verstehen des eigentlichen Problems befassen, bevor er dann die Lösung formuliert. Also wie hängt das eigentlich miteinander zusammen? Bis hin zu, das ist jetzt hier auf der oberen rechten Seite, der Problemkern ist erkannt, aber wir haben verstanden, es ist nicht nur eine Lösung denkbar. Es wird irgendwie mannigfaltiger, es wird komplexer. Und wir lernen irgendwie Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Prozessphasen kennen. Und sozusagen unten jetzt die rechte untere Seite, die Tests haben gezeigt, welche Lösungsvariante am besten passt. Das heißt, hier sozusagen auch durch eine Iteration, durch ein Vor- und Zurückspringen stärker zu verstehen, okay, was kann man jetzt routiniert im Verwaltungskontext anwenden und aber auch anpassen. Und hier dieses Grundverständnis liegt dem Handbuch zugrunde, dass wir eben sagen, egal wie dieser Prozess aussieht, wir schlagen ein was vor, aber es muss überhaupt nicht so angewendet werden. Es geht nur darum zu verstehen, es gibt eben unterschiedliche Phasen. Es gibt Phasen, wo wir weit aufmachen, wo wir erforschend in die Welt gehen. Das ist hier die Raute auf. Viele Informationen sammeln, Widersprüche erkunden, Annahmen hinterfragen und diesen Dingen auch in der Welt begegnen. Und dann gibt es wieder Phasen, da fokussieren wir, das ist die Raute zu, gucken uns an, was haben wir da eigentlich gesammelt, wie können wir es strukturieren, was für Muster gibt es darin, welche Essenzen lassen sich herausarbeiten und wie können wir auch in uns gehen, also kurz irgendwie
einen Moment Stille halten, das auf uns wirken lassen. Das zeigt die Gehirnforschung oder die Neurowissenschaften natürlich auch, dass diese Sachen sich eben nicht die ganze Zeit nur beschleunigen lassen, sondern dass man dann auch entschleunigen muss und das irgendwie, ich sag mal, köcheln oder gären lassen muss, damit dort ein Grunderkenntnis sich herauskristallisiert und dort eben fokussiert der nächste Schritt angegangen werden kann. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Raute auf, erforschen, Raute zu, fokussieren. Da irgendwie, das sind die Grundbewegungen, die sich in diesen Innovationsprozessen abbilden, aus denen sich ganz unterschiedliche Innovationsprozesse zusammensetzen. Und natürlich haben wir das mit dem Handbuch auch selber angewendet. Wir haben uns da in Phasen nach vorne gedreht und das auch mit Personen aus der Berliner Verwaltung vor allem getestet und sind dann eben zu einem Innovationsprozess im Handbuch gekommen, der jetzt aus erstmal 6 Phasen besteht. Aber natürlich könnt ihr euch das vorstellen, dass sich das nach oben zirkelt und dass diese Phasen eben nicht linear sind, sondern eher als ein Kreis, als eine kreisförmige Bewegung zu verstehen sind, die dann auch wieder aufs nächste Level in einer ähnlichen Rotation aufsetzen kann. Die 6 Phasen sind einmal vorbereiten. Da geht es darum, wie kann ich mit der Unternehmung überhaupt erstmal beginnen und das Feld bestellen. Die Phase 2 erkunden, Untersuchungsfokus setzen, also irgendwie ein Stück weit besser verstehen, was wollen wir jetzt eigentlich angehen. 3. Phase erkennen. Auch mit dem Rausgehen, Potenzialfelder identifizieren, noch keine Lösung, aber irgendwie das Ganze ein Stück weit mehr greifbar machen und dann sozusagen in diesen roten Rauten den Problembereich auch so abschließen und fokussieren, dass ich etwas identifiziert habe, was ich dann im Lösungsbereich ein Stück weit mehr Form geben kann, wofür ich Ideen entwickeln kann. Natürlich dann mit der Phase 4 bewegen wir uns in den Lösungsbereich, nämlich mit dem Entwerfen und dem Lösungsansatz definieren. Also es geht uns hier darum, auch einen Kern, eine Kernidee herauszuarbeiten, die aber ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Sich dann in die Phase 5 zu begeben, ganz wichtig erproben, den Nutzen validieren, mit unterschiedlichen Extremgruppen arbeiten und Phase 6, dann, wenn man das diesen Lösungsbereich ausgewertet hat, eben zu verstehen, wie navigiere ich jetzt Zukunft, wie kann ich skalieren, wie kann ich im nächsten Schritt nochmal einen ganz anderen Aspekt aus dem Innovationsfeld andenken und dort eben auch andere Menschen begleiten, das weitergeben und befähigen. Also hier sind eben diese 6 Phasen, die jeweils mit Etappen unterlegt sind und Methoden aufgeführt. Und das ist die Basis für den Innovationsprozess im Handbuch. So, jetzt können wir dieses nicht sehen, aber ich schaue mal. Was natürlich hier sehr schön ist, ist die Metapher zum Kochen, zur Kantine, zur Küche. Und hier ist es mir einfach wichtig zu sagen, dass natürlich in der Phase des Vorbereitens und des Feldbestellens es auch darum geht, zu sagen, die Art und Weise, wie wir kochen, die Art und Weise, wie wir etwas zubereiten wollen, ist hier möglicherweise eine andere, als sie in der öffentlichen Verwaltung gang und gäbe ist. Es geht hier darum, am Anfang sich das grüne Licht zu holen, dass die Küche geöffnet werden darf, dass man im Freien kochen darf, dass man irgendwie die Zutaten nicht nur alleine bestimmt, sondern irgendwie schaut, wer etwas mitbringen kann, welche unterschiedlichen Kulturen sich vielleicht auch in der Zubereitung abbilden und dann natürlich aber trotzdem, und das ist das Bild mit dem Orangensaft und dem schön angerichteten Salatteller, ich hoffe, das Wasser läuft euch im Munde zusammen und ihr habt auch was Leckeres zu essen, dass natürlich diese Präsentation und das Einbindung der Führungsebene in jedem Prozessschritt auch ein Stück weit gewährleistet ist und man immer wieder präsentiert und auch ein Stück weit zeigt, was man denn da gerade zubereitet und wo man sozusagen im Kochprozess ein Stück weit steht.
So, und jetzt habe ich einen Aufriss gemacht, da würde ich relativ schnell durchgehen. Wie ist das Buch eigentlich aufgebaut? Das Buch selber in sich hat eine sehr starke Struktur. Das ist uns im Testen aufgefallen, dass es eben wichtig ist, um sich in diesen, sage ich mal, sehr komplexen und auch mannigfaltigen Möglichkeiten ein Stück weit zurechtzufinden. Diese Struktur soll aber nicht einengen, sondern wirklich nur eine Möglichkeit bieten, um schnell zu finden, weil es ist etwas, was immer wieder verwendet wird, was man eigentlich braucht. Also, ich zeige jetzt auch noch mal kurz in die Kamera. Man sieht ja, dass an der Seite immer hier noch diese unterschiedlichen Phasen, die laufen sozusagen auch an den Buchseiten entlang und man kann schnell finden, in welches Kapitel man eigentlich einsteigen möchte. Und ich mache das jetzt exemplarisch am Kapitel vorbereiten. Hier auch, jedes Kapitel hat ein kleines Zitat hier von Ella Fitzgerald. Es ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern wohin du gehen möchtest. Und hier ist es eben wichtig, beim Vorbereiten wirklich darauf zu achten, was ist eigentlich die Grundannahme, um gemeinsam loszulegen? Wie kann man diese Unternehmung, die vor einem liegt, ein Stück weit besser skizzieren? Und wie kann man sozusagen hier eben auch mutig und gespannt sich in einen Prozess begeben, den man nicht genau vorhersagen kann? Pro Phase gibt es eben diese Einleitung und dann eine Seite mit dem Phasenziel und diesen fünf schon anfangs erwähnten Etappen. Diese Etappen sind hier auf der linken Seite zu finden, wo wir eben gemerkt haben, okay, es ist sehr gut, nochmal einzuteilen und zu sagen, okay, was sind hier eigentlich für Meilensteine auch in dieser ersten Phase zu erreichen? Kann man auch schnell hingehen und sagen, ja, das haben wir alles schon gebracht, Prozess haben wir schon geplant, Beteiligte haben wir schon identifiziert, wir steigen einfach direkt in der Etappe 4 ein und schaffen uns noch mal ein paar Arbeitsgrundlagen. Und auf der rechten Seite sieht man eben dann, pro Etappe sind eben auch die Methoden zugeordnet schon, so dass man relativ schnell einsteigen kann und sagen, okay, Arbeitsgrundlage, Teamroutine, Feedback, gewaltfreie Kommunikation, das schauen wir uns noch mal genauer an. Und Etappe 5, dann eben den Entwicklungsplan. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, um den eben unseren Vorgesetzten vorzulegen. Auf jeder, vor sozusagen jeder methodischen Arbeit gibt es nochmal hier die Möglichkeit, eben stellenweise auch so Checklisten zu benutzen oder zumindest sich einzelne Aspekte ganz dezidiert nochmal anzuschauen. Einerseits Aufwände einschätzen hier zum Beispiel oder auch Hürden vorweg zu nehmen und wirklich so ein Stück weit zu schauen, welche Szenarien sind da denkbar. Ihr habt vielleicht nochmal ein ganz anderes, aber das macht nichts. Einfach so ein bisschen vorausschauen, überlegen, wie kann ich mein Umfeld mitnehmen, aber eben auch vor allem die Kommunikation in die nächsten Hierarchieebenen gewährleisten. Das ist jetzt so ein erster Vorlage von einer Methode. Hier die Methode Prozessverlauf. Da wird sozusagen als allererstes aufgezeigt, auf der ganz linken Seite, was für ein Zeitrahmen, was für ein Arbeitsniveau, welche Materialien und Anregungen sind hier wichtig. Kann ich mir ganz schnell durchlegen, lege ich mir zurecht. Dann natürlich möchte ich sowas nicht unbedingt alleine durchführen, sondern möchte meine Kolleginnen begeistern und sagen, was ist das eigentlich und wofür ist das wichtig? Wird ganz kurz angemerkt, dann nochmal herausgestellt, der Mehrwert dieser Methode. Also kann ich auch schnell sehen, ist das jetzt das Richtige oder brauchen wir vielleicht was anderes? Und unten drunter sozusagen eine kurze Erklärung, stellenweise mit einem Verweis auf eine wissenschaftliche Quelle. Was ist hier nochmal wichtig zu wissen? Was sind so ein bisschen Hintergrundinformationen zu dieser Methode? Und dann auf der rechten Seite sieht man eben genau erklärt das Vorgehen. Wie gehe ich hier vor? Von dem Punkt Schritt 1 bis 5 genau aufgezeichnet. Und das bezieht sich wiederum, dieses Vorgehen, auf eine jeweilige Vorlage. Also es sind immer zwei Absätze, einmal die Methodenbeschreibung und einmal die Methodenvorlage, die eben Hand in Hand gehen, so dass ich jetzt hier anfangen kann, für unser Team genau diesen Prozessverlauf zumindest mal exemplarisch anzudenken. Und was sich hier gut zeigen lässt, ist eben, es gibt nicht nur Aufwände nach innen,
sondern es gibt auch Aufwände nach außen. Und das schon von Anfang an mitzudenken, wann beziehe ich Personen von außen mit ein, wann beziehe ich Personen mit, von innen mit ein, hier eine gute Kommunikation zu schaffen und eben zu schauen, wann sind Ergebnisse wichtig, wann fange ich an zu kommunizieren, wann muss ich irgendwie schauen, dass ich nächste Ebenen, Kolleginnen, aber eben auch externe Beteiligte mitnehme. Das ist hier mein Beispiel für so eine Methode. Da gibt es ganz viele davon und am Ende gibt es eben nochmal ein Übersichtsblatt pro Phase, was sehr gut geeignet ist, um eben in die eigene Struktur zu kommunizieren, sodass pro Etappe nochmal zusammengefasst wird und aber eben auch ich selber für mich die Persönlichkeit, die Möglichkeit habe, meine persönlichen Entwicklungen nochmal zu reflektieren. Also hier, das ist der Aufbau von einem Kapitel und so setzen sich die anderen Kapitel auch zusammen und so ist dieses Buch wirklich sehr strukturiert anzuwenden und ich kann schnell sehen, wo will ich eigentlich hinspringen, wie kann ich Dinge auch miteinander kombinieren. Und jetzt würde ich sagen, last but not least, bevor wir dann auch schon in die Diskussion gehen, teilen. Also wir haben gekocht, wir haben zubereitet, wir sind bereit zu essen, aber wir wollen auch andere einladen und was weitergeben. Und was mir hier eben auch wichtig ist, natürlich leben wir in einer Zeit, wo es irgendwie darum geht, einerseits sich diese guten, wichtigen Experimentierräume zu schaffen. Also diesen Ort, wo man auch unter oder eben nicht unter Beobachtung der gesamten Öffentlichkeit Dinge ausprobieren, Fehler machen und ein geschütztes Umfeld hat. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, wieder rauszugehen und zu sagen, okay, wie können wir denn sicherstellen, dass gute Zutaten für alle auch zur Verfügung stehen? Wie können wir hier sicherstellen, dass wir unsere Umfelder, unsere Kreise irgendwie ein Stück weit größer ziehen? Und herzliche Einladung an alle, wenn ihr Fragen jetzt schon habt, bitte fangt an, sie in den Chat zu schreiben zu dieser ersten Runde, zu der Anwendung des Handbuches, zu der Struktur, wie es aufgesetzt ist. Wir gehen da gleich gerne in der Diskussion drauf ein. Hier in diesem letzten kurzen Teil habe ich jetzt mal Beispiele mitgebracht aus dem Berliner City Lab. Hier pandemiebedingt mit Abständen, aber trotzdem ein Workshop, wo bestimmte Methoden aus dem Handbuch angewendet wurden für ein Projekt, wo es hier um neue Angebotsentwicklungen ging. Hier seht ihr eine Methode, das ist die sogenannte Baumanalyse, wo ein Problem, das ist aus dem Kapitel 1, eben hinsichtlich seiner Ursachen und Effekte nochmal eingehender betrachtet wird. Wir wissen, das sind keine rein kausalen Zusammenhänge, aber es gibt eben ganz unterschiedliche Aspekte, die bei einer Problembeschreibung wichtig sind und die uns hier in der Baumanalyse die Möglichkeit geben, nochmal zu differenzieren in unterschiedliche Ursachenebenen. Also ich sage, es gibt Ursachen des Problems, es gibt Ursachen der Ursachen und es gibt Ursachen der Ursachen der Ursachen. Also das kann man, ihr kennt vielleicht auch die fünf Warum-Fragen, irgendwie nochmal stärker ausdifferenzieren, aber hier, um auf unterschiedliche Ebenen der Problemanalyse zu kommen und bei den Effekten sozusagen genau das Gleiche. Das weitet einfach unser Denken, um so eine Problem- oder eine Problematik, irgendwas, wo man denkt, man weiß, was es genau ist, nochmal ein Stück weit auseinanderzunehmen, um dann vielleicht im Nachgang zu konkretisieren und wirklich an dem Hebelpunkt, an der richtigen Stelle für die Veränderung anzusetzen. Und was ich hier auch zeigen möchte, natürlich hat sich in den letzten Monaten viel getan. Wir haben diese Methoden, lassen sich unglaublich gut einfach auch ins Digitale übertragen. Das ist jetzt ein Tool, das heißt Easy Retro oder Fun Retro, wo wir hier sozusagen den Innovationskompass aus dem Kapitel 6 einfach übertragen haben, eben nicht auf ein Whiteboard im Raum, sondern ein digitales Whiteboard hier in Spalten.
wo wir hier Anleitungen genauso umgemünzt haben, dass trotzdem sehr gut Gedanken gesammelt, strukturiert, letztendlich mit einem Daumen hoch auch nochmal bewertet oder mit dem Sprechblase kommentiert werden konnten und hier super Erfahrungen gemacht haben, um das in einfache digitale Werkzeuge zu übertragen. Und natürlich kann es auch komplexer werden. Das ist jetzt hier so ein Nextboard oder ein Conceptboard. Manche nutzen auch ein Miro oder ein Mural, also wirklich ein Whiteboard, wo ich kleine Zettelchen kleben kann. Das ist auch super einfach aus den Methodenblättern, wirklich sich das als JPEG oder PNG, PDF rauszurechnen. Diese Vorlage, die ich hier vorhin beim Prozess schon gezeigt habe, für jede Methode, Vorlage einfach hochladen. Vielleicht nochmal die Anleitung kurz daneben schreiben und loslegen. Also es eignet sich super gut, um damit auch in den digitalen Raum zu gehen. Und das können wir gleich auch nochmal besprechen, wie das besser und für euch auch anwendbarer wird. Und hier nochmal zusammenfassend, es geht natürlich immer um die Aktion, um das Tun. Und aber dahinter haben wir ja größere Ziele, größere richtungsweisende Entwicklungen, die wir hiermit unterstützen möchten. Und das passiert eben nicht wertfrei, sondern da ist für uns Good Governance und ein zukunftsfähiges Verwaltungshandeln, was sich auch an Open Government Partnership, also an wichtigen Grundlagen orientiert, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation. Diese Methoden im Handbuch sind daran ausgerichtet, unterstützen das und versuchen eben somit auch eine Folgenabschätzung mit einzubauen, dass es dort die Möglichkeit gibt, so wenig Unheil wie nur geht anzurichten. Natürlich liegt es dann auch immer in der Verantwortung der jeweiligen Anwenderin oder des jeweiligen Anwenders. Aber es ist wichtig, das natürlich im Blick zu haben, dass es hier Werte und Grundlagen, Prinzipien gibt, an denen sich das ausrichtet. Und jetzt steigen wir gleich ein in die Diskussion. Ganz klar, wie kann ich das Handbuch nutzen? Ich kann direkt ins innovative Arbeiten starten. Ich kann aber auch Innovationsprozesse es damit begleiten. Ich habe eine umfangreiche Methodensammlung, die ich hacken, anpassen, irgendwie mit der ich mixen kann und kann mir einen Baukasten zum selber machen, daraus erstellen. Und ihr findet das Ganze natürlich zum freien Download. Das ist alles eine Creative Commons Lizenz. Könnt direkt heute da mal reinschauen und loslegen. Und diese Links kann ich auch gleich nochmal in den Chat posten und freue mich auf den Austausch.